Nicht angemessen positiv meine Mitmenschen zu stimulieren zu können, das tut mir leid. Aber der Dreck des Lebens erdrückt mich manchmal und ich bin auch sehr traurig dann. Auch wenn andere Menschen mich leider nicht positiv stimulieren konnten. Ich wünsche jeder Person ein friedliches, fröhliches Leben und schöne Träume in der Nacht. Aber es gibt immer ein paar Personen, die uns sensibel und gewaltvoll anstoßen und uns negativ stimulieren und uns Probleme bereiten und uns ärgern wollen und uns vielleicht sogar Gewalt antun wollen. Das sollte nicht so sein. Haltet zusammen und gebt den anderen Personen in eurem Umfeld ein schönes, warmes Gefühl der Zugehörigkeit und der Geborgenheit mit euch. Niemand sollte da draußen alleine gelassen werden oder in die Einsamkeit gestoßen werden. Ich beschreibe in meinen Texten Zwischenmenschliches, meine Begegnung mit Personen, die nicht liebevoll und hilfreich sind. Sie traumatisieren viele und sie schaffen Opfer. Sie brüsten sich mit ihren Handlungen, doch wir sollten zusammenstehen und uns gegenseitig wieder Mut machen fürs Leben und sie nicht gewinnen lassen. Wir sollten uns nicht unterkriegen lassen von ein paar Personen, die nicht das Gute wollen, sondern wahrscheinlich das Schlechte für uns wollen und die das Böse anbeten. Wir müssen weitermachen und nicht aufgeben. Lasst euch nicht von ihnen herunterziehen und in ein niedriges Niveau des Lebens herunterziehen. Lasst euch nicht ihr Milieu aufdrängen. Geht mit Freude durchs Leben und verteidigt euer freies Denken und euer gutes Fühlen und euren Mut zum Aufbauen eines gesunden, gemütlichen, glücklichen Lebens. Sie wollen uns Angst machen und uns lähmen in unseren Handlungen, aber lasst das nicht zu. Nehmt andere Menschen die Angst vor dem Leben.